Zurück. Wir haben heute ein Unboxing vor uns, aber bevor wir anfangen, wollte ich nur sagen, ich bin zurück aus der Reha. Für die, die es nicht wissen, ich hatte eine Bandscheiben-OP, L5, L4. Und ja, dieses Jahr war natürlich ein bisschen schlecht für mich. Ich bin seit Mitte August sozusagen immer dauerhaft krank gewesen, jetzt bis Dezember rein. Da fehlt ihnen dann doch schon mal ein bisschen das Geld fürs Feuerwerk. Ihr wisst ja selber, wie teuer Feuerwerk sein kann. Deswegen gibt es auch nur ein Unboxing dieses Jahr. Ich habe jetzt da, wo ich bestellt habe, alles jetzt mal hier. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ich so alles bestellt habe. Und ja, ich weiß es manchmal selbst nicht mehr. Also, ich hole euch mal näher ran. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Paket. Das erste Paket sind noch Sachen, die man eigentlich immer mal so brauchen kann. Ich denke mal, die kennt ihr nun schon mittlerweile, die Thunderlords, das sind sozusagen Cracklingbälle nur als Feuertopf, ohne Plastik, kann ich sehr empfehlen, muss ich sagen. So, schmeißen wir das denn jetzt hin? Gut, jetzt habe ich wohl nicht nachgedacht. So, machen wir weiter, ich habe hier noch zweimal die King Kongs, 40 Bombenrohre mit Crackling. Ich denke mal, die sagen euch auch jetzt schon was, das ist die günstige Variante, wo nur 300 Gramm NEM drin sind auf 40 Stück. Da sind zwei Malen drin. Und dann haben wir noch dreimal die King of Blue. Wenn ich so rausgehe. Ja, King of Blue müsste blau mit Gold sein, soweit ich mich erinnere. Ist so ein, naja, Goldplum, ne, mit blauen Sternen. Und ja, dreimal das Ganze. Und dann ist der Karton auch wieder leer. So, dann machen wir gleich mal weiter mit einer kleinen Argento-Bestellung, würde ich sagen. Wir haben hier verschiedene Argento-Batterien. Ich habe jetzt nur mal von jeder Batterie so einen Karton zusammengestellt, die ich bestellt habe. Die anderen Batterien sind im Bunker, sprich, ich habe 4 VEs bestellt von den Batterien, die ich euch jetzt zeige. So, und zwar haben wir hier Ultramarin. Davon haben wir, wie gesagt, 8 Stück bestellt. So, schauen wir mal. Dann müsste das hier noch die Veronica sein. Davon sind auch, wie gesagt, 8 Stück vorhanden. Habe ich jetzt nicht alle hier. Dann haben wir hier noch die Sakura. Auch davon 8 Stück. Alles von, ja, dieses Jahr, glaube ich, die Chargen. Und dann haben wir noch irgendwo die Orchidee, wenn ich sie finde. Theoretisch habe ich noch die Orchidee. Ja, also wie gesagt, ich habe nochmal einen Mixkarton gemacht. Ich dachte, ich habe von jeder Sorte einen drin, aber anscheinend nicht. Gut, dann ist der Karton auch schon mal abgearbeitet. Die Batterien von Argento sind jetzt zum Beispiel 30 mm, falls euch das mal interessieren sollte. Argento kann ich zurzeit immer gut empfehlen, die 13 Schüsser, kann man vergleichen wie Blackbox oder Funke. Und preislich gesehen 16 bis 17 Euro. So, ich habe nochmal genauer geguckt, also die Orchidee war auch noch mit dabei. Also wie gesagt, alles Charge 2023. Ja. So, dann machen wir noch weiter. Aber ich glaube nämlich, hier habe ich nämlich noch eine drin. Wir haben nämlich hier noch, ich hole jetzt mal runter, wartet. Ich habe nämlich hier noch einen kleinen Karton, das sind die Albert Feuerwerk Ahsoka Batterien. Theoretisch auch Funke Argento, ihr wisst ja Bescheid. Da war nämlich noch eine andere Orchidee drin. Hat mich nämlich schon gewundert. Und ja, hier hatten wir eine komplette VE, da sind jetzt schon 10 Stück weg. Das sind halt, wie gesagt, diese Ahsoka Batterien. Kleine 7 Schuss mit Blinker. Da könnt ihr mal reinschauen. Also wie gesagt, die erste Etage fehlt schon. So, ich mache den Karton mal in eure Richtung auf. Könnt ihr sozusagen mit als erstes sehen, was drin ist. So. Da kommt uns hier schon eine Pyro Show 5.6 entgegen. Das ist der Willow Mine mit Golden Willow.
Habe ich einfach nochmal mitbestellt. Ich habe, glaube ich, ein paar mehrere davon, 3 Stück oder so mit verschiedenen Sachen. Kann man immer mal zusammen hier brauchen, auch wenn man mal ein kleines Feuerwerk hat. Solange es die noch gibt. So, dann schauen wir mal. Hier ist noch eine andere drin. Ne, das ist die gleiche, die 5-6, die Golden Willow. Das ist wie gesagt ein Single Bow, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Soweit ich weiß, stellt die Heron gar nicht mehr her. Also es sind eigentlich, glaube ich, Abverkäufe. Ihr könnt mich gerne berichten in den Kommentaren. Und dann haben wir hier noch eine große Batterie von Röder-Vollwerk, die Chameleon. Eine Neuheit dieses Jahr, generell die Neuheiten von Röder kann ich euch wirklich empfehlen. Und ja, powered by Röder-Vollwerk, da haben sie extra nochmal Aufkleber gehabt. Wie gesagt, die Batterien kann ich euch echt empfehlen. Also alles, was Neuheiten sind von Röder, hätte ich jetzt mehr Geld gehabt, muss ich euch ehrlich sagen, hätte ich auch alle anderen bestellt. Aber nun ja, man kann nicht alles haben. Und dann testen wir uns einfach mal durch. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Batterien bestellt. Hier haben wir noch die Nishikeria. Das ist wirklich auch eine sehr schöne Neuheit. Also hier hast du wirklich schöne goldene, ich sag jetzt mal Lanzen, sag ich jetzt mal, mit Sternen drin. Wer die Videos noch nicht kennt, schaut euch mal bei Röder vorbei. Ihr könnt gerne meinen Link benutzen. Ihr müsst es nicht, ist nur eine Empfehlung von mir. Und ja, wie gesagt, die finde ich sehr gut. Die bin ich schon gespannt, wie die aussieht in Real Life. Aber wie gesagt, ist auch sehr, sehr, sehr schwer. Achso, preislich liegen wir bei den Röder-Neuheiten um die 25 bis 40 Euro, soweit ich weiß. Ich glaube, 35 ist Schluss. Also es geht dafür, dass es halt 500 Gramm Batterien sind und die Effekte wirklich sehr, sag ich jetzt mal, einzigartig sind in dem Sinne. So, dann kommen wir zu dem großen Paket von Röder. Da muss ich euch sagen, ich weiß echt schon gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich wusste, dass ich die Single Bows noch mal bestellt hatte. Ein paar Röder-Eigen-Batterien, sag ich jetzt mal. Aber, nun ja, halt nur ein paar Neuheiten oder halt für mich Neuheiten, die ich mal abfilmen wollte. So, dann haben wir hier auf jeden Fall wieder einen schönen Aufkleber. Was steht diesmal drauf? Man kann vieles sammeln. Schuhe, Taschen, Steine, Gartenzwerge, Strafzettel oder Erfahrung. Mein Fetisch ist ganz klar Feuerwerk. Ja. Haben wir den hier noch. Dann haben wir hier noch ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit Feuerwerk, auch wie viel man transportieren darf, also sehr schöner Flyer. Kulturgut Feuerwerk erhalten, den kennen wir jetzt schon mittlerweile. Also ein bisschen Infomaterial auch dabei, auch immer sehr schön für die, die jetzt mit Feuerwerk nicht so viel am Hut haben. Jetzt haben wir hier noch eine Pyro-Show von Heron und zwar die Crackling Man. Die habe ich auch schon ein paar Mal bestellt, ist halt ein Fächer Crackling. Müsste gesteppt sein, soweit ich weiß. Ja. Wie gesagt, ich denke mal, die werden nicht mehr hergestellt. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Irgendwas habe ich da mal gehört. So, dann haben wir hier schon eine Neuheit von Funke. Und zwar die Babyraketen Titansalut. Sind halt normale Babyraketen. Ich wollte sie jetzt einfach mal für mich privat so zwischendurch mal wegzünden am Tag mitbestellen. Normalerweise kosten die, glaube ich, 6,99 oder 5,99, also relativ teuer für das, was sie können, sage ich jetzt einfach mal so. Dann schauen wir mal. Ich habe hier die Effetto-Note Doro, oh, keine Ahnung, von Pyro Giochi. Die 3 Fontänen habe ich mal bestellt. Ich habe von Pyro Giochi noch nie eine Fontäne sozusagen getestet und dann dachte ich mir, ich bestelle sie einfach mal mit. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier von Funke die Neuheit von diesem Jahr, die Brokat-Fontänen in 30 mm Kaliber sozusagen. Ja, sind sehr schöne goldene Fontänen. Also wer die Fontänen noch nicht gesehen hat, schaut ruhig mal nach. Also die sind echt empfehlenswert. Im 5er-Pack kosten sie, glaube ich, 19 Euro. Ist zwar relativ teuer, aber ich muss sagen, wenn man so Feuerwerke macht an sich oder wenn man zu Silvester jetzt nur über Feuerwerk machen möchte, die auf eine kleine Erhöhung und es ist einfach ein Hingucker. Die Goldlanzen, die fliegen bis zum Boden und daher schon mal eine Kaufempfehlung. So, machen wir weiter mit Papier. Papier. So, dann habe ich hier eine kleine. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir noch eine Rubin, die ist schon etwas älter. Die habe ich noch nicht getestet, deswegen habe ich sie mal mitgenommen.
Die werden wir dann natürlich nächstes Jahr sehen auf dem Kanal hier. Dann haben wir noch eine Zombie 1. Werde ich wahrscheinlich bestellt haben, weil ich sie letztes Jahr nicht mehr gekriegt habe. Letztes Jahr waren die sehr schnell ausverkauft. So, dann haben wir hier nochmal Neuheiten von Funke, und zwar die Blumenfontänen. Das sind vier kleine Fontänen in der Packung. NEM sind wir hier bei 60 Gramm, also nicht viel, aber das Paket kostet auch nur so um die 4 Euro. Vier verschiedene Effekte und Funke-Design halt immer schön. Dann haben wir noch ein bisschen Knallzeugs von Funke, dem blauen Berber. Auch mal einfach mitbestellt zum Testen. NEM 30 Gramm. Ja, und Stückzahl 20 Stück. Ja, würde ich sagen, sehen eigentlich erstmal nicht schlecht aus. Schauen wir uns dann, wie gesagt, mal zu Silvester an. Dann habe ich hier Fontänen bestellt. Okay. Von Jorgeliert F50. Da gab es bei Röder noch kein Bild dazu, also wusste ich nicht, wie die aussehen. Also das sind jetzt hier Stangen. Da sind zwei Stück drin mit NEM 23 und 18 Gramm. Ja, 20 Sekunden jeweils. Schauen wir uns trotzdem mal an. Ich würde jetzt sagen, so sind Handbengalos. Ja, würde ich jetzt so behaupten. Schauen wir uns das einfach mal genauer an. So, dann machen wir weiter. Hier haben wir nochmal die Storm. Einfach nochmal mitgenommen, weil sie haben einfach Spaß gemacht, ganz ehrlich. Wer sie noch nicht kennt, schaut ruhig mal nach. Kann ich euch empfehlen. Hier haben wir die Jorge-Vulkane im Viererset. Dieses gibt es auch schon eine ganze Weile. Die sind jetzt hier von der Charge 2022. Das sind halt diese bekannten Jorge-Vulkane, nur halt als Kleinformat. Vier Stück, NEM 160 Gramm. Dann haben wir hier noch einen Lückenfüller, und zwar die Argento Titan Balls. Warum ich die mitgenommen habe, weiß ich nicht. Ich denke mal, die kommt irgendwo in eine Vorfreudetour rein. So, dann haben wir hier noch ein kleines Etwas. Auch eine Neuheit, und zwar die Knisterfeuer Kaliber B von Funke. Das sind sozusagen diese Presslinge, die so ewig lange crackeln. Ja, also ich finde sie lustig, um vor allen Dingen um den Nachbarn mal ein bisschen zu ärgern. Also die brennt schön lange. So, dann haben wir hier eine Röhle-Batterie. Und zwar die Billig und Willig Nummer 7, das war eine neue. Und zwar hat diese hier diesen Red Plum Effekt. Also diesen, ich sag jetzt mal, so Kirschblüten-ähnlichen Effekt. Ja, deswegen habe ich die nochmal mitgenommen, die möchte ich nochmal testen für 15 Euro. Weil ihr habt ja hier auch eine schöne große Batterie für das Geld, sage ich mal. Und ja, sie hat 25 Schuss, die Argento haben zum Beispiel nur 13 Schuss und kostet natürlich 17 Euro. Deswegen ist das hier zum Beispiel eine gute Alternative, kommt drauf an, wie der Effekt ist. Kann man jetzt vergleichen zum Beispiel mit der Sakura oder ähnliches. Das werde ich wahrscheinlich vielleicht auch mal machen. So, dann lichtet sich hier schon, ich habe noch ein paar Sachen drin. Schauen wir mal. Wir haben hier die Röder Royal Raketen. Wie finde ich jetzt raus, von welchem Jahr die sind? Steht nicht drauf. Ja. Ist natürlich schade. Ich hätte nämlich gern die neuen gehabt. Ich weiß auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Also so sehen sie aus, also von außen. Das sind Röder seine Eigenmarkenraketen, sage ich jetzt mal. Die sind sehr gut. Kann man gar nicht anders beschreiben. Die neue Charge, die jetzt rausgekommen ist, die sie erhalten haben, ist natürlich noch besser. Und deswegen schauen wir uns die mal an. Die habe ich persönlich noch nicht getestet, bloß zum Vorschießen mal gesehen. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir mal mit zum Testen. Auch für euch, um die mal zu sehen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Raketen, und zwar die Jorge Killer Raketen. Das Set sieht so aus. Ja, vom Effekt her, keine Ahnung, wollte ich mal vergleichen gegen die Röder Raketen. Hier haben die Raketen 16 Gramm NEM. Die Röder Raketen müssen auch 16 Gramm haben. Genau. So, dann haben wir hier noch eine Röhre. Und zwar Professional Single Row Effect Number 9. Gold TI Willow Mine und Gold TI Willow. Habe ich ihn ja noch nicht angeguckt. Ist auch eine Gratisbeigabe von Röder.
Also danke schon mal an der Stelle. Und ich habe nachgeguckt, das Chamäleon ist auch eine Gratisbeigabe. Also danke schon mal dafür, dass ihr mir halt auch immer mal was reinpackt, um mich zu unterstützen, falls ihr das sehen solltet. Und ja, die werde ich mir vorher nochmal angucken. Dazu weiß ich jetzt noch nichts, aber ich brauche auch, denke ich mal, dementsprechend Platz, so groß wie das Ding ist. Also wenn ich das jetzt mal vor meiner Brust halte, ich bin schon nicht der Schmalste, aber schon relativ groß. Was das jetzt preislich kostet, weiß ich nicht. Ich denke aber mal, die waren um die 20 Euro. Kann mich jetzt auch täuschen, aber ich denke mal, ja. So, dann haben wir noch zwei bestellte Artikel. Dieses Jahr, ich glaube, neu, der Exorcist 5. Ist vom Effekt her eine sehr schöne Batterie, 72 Schuss, brennt ungefähr eine halbe Minute. Kann ich eigentlich empfehlen. Ich habe sie live noch nicht gesehen, aber die Videos überzeugen mich. Deswegen dachte ich mir, ich nehme sie einfach mal mit. Preislich leider, ich glaube, ein bisschen teurer. 45 Euro dieses Jahr. Aber für eine Batterie, okay, kann man mal ausgeben. So, und dann haben wir noch die letzte Batterie von Röder von der Bestellung. Das ist die Hikaru. Auch wieder sehr schwer, 500 Gramm. Argento, habe ich Argento gesagt? Ist auch real. Also hier haben wir die Hikaru von Argento. Müsste auch wieder dieses Jahr sein. Genau, Batch Number ist 2023 hinten. Und ja, Effekt her weiß ich gerade gar nicht mehr. Habe ich bestellt, weil sie wahrscheinlich schön war. Bei mir ist immer so die Sache, wenn eine schöne Batterie da ist, bestelle ich sie, wenn sie mehr kostet. Wenn sie günstig ist, bestelle ich sie einfach aufgrund des Preises. Aber hier, denke ich mal, war es der Effekt. So, dann machen wir gleich mal weiter mit den großen Sachen, die wir woanders hergeholt haben, und bis gleich. Volt Legend. Eine sehr gute Verbundbatterie. Dann haben wir hier noch von Classic die Blast from the Sun. Ja. Auch ein sehr gutes Teil, habe ich letztes Jahr schon gehabt. Ist meines Wissens aber leider in F3 im Moment. Ja, ist leider im F3. Also jetzt gerade nichts für, ich sage jetzt mal euch. Ja. Und trotzdem, dass ihr mal sowas seht, also auch so eine kleinen Verbünde in F3 gibt es. Das muss nicht immer dieser Riesenverbund sein. Dann haben wir hier noch von Geisha die Espada Palms 100 Schuss. Das ist eine kleine Displaybox, ich glaube 25 mm Kaliber. Wenn ich so höre, 20. Dann haben wir noch zwei, die habe ich doppelt, da habe ich jetzt auch noch eine da. Und zwar habe ich noch zweimal den Final Colors von Volt. Eine doppelte Verbundbatterie. Sehr schön, sehr bunt und für den Preis auch sehr gut. Knapp 50 Euro, natürlich dies ja teurer geworden, ich glaube 57. Und dann haben wir noch einen großen, schweren. Das haben wir nämlich hier. Und zwar ist das die Proline, die Ventura 2.0 von, 2.5 von GBV Veko. Das sind hier, glaube ich, 140 oder 144 Schuss. Preislich zwischen 150 und 200 Euro. Ob es das jetzt wert ist, keine Ahnung. Die ist zum Beispiel von der Feuerwerksvitrine. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob ich es euch schon mal vorgestellt habe. Von daher. So, Freunde, das war's dann wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr Röder mal ausprobieren wollt, der Link ist unten in meiner Infobox, sage ich mal. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann irgendwann mal zum Test der Artikel nächstes Jahr. Und ihr wisst ja, ich produziere vor. Alles, was ihr dieses Jahr seht, war von letzten Jahr und so weiter und so fort. Also ich habe mal eine Sondergenehmigung, beziehungsweise ich habe mal angezeigt. Aber das ist jetzt momentan selten der Fall aufgrund meiner OP, die hinter mir liegt. Ich habe noch ein bisschen Schonfrist, von daher macht's erstmal gut und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video.